begeistert geht sie. Wie oft spielst du Fußball? Also ich spiele nie Fußball eigentlich, aber ich schaue gerne die Fußballspiele, vor allem wenn es um die Euro-Meisterschaft geht oder um die Weltmeisterschaft wie jetzt. Also große Ereignisse, wenn ich mitfiebern kann und ich kann eine wunderschöne Atmosphäre erleben, großartige Leistungen sehe ich und natürlich wunderschöne Fußballspiele. Hast du da Favoriten? Hast du einen Lieblingsfußballer? Vielleicht sogar einer von der Schweizer? Also sicher von der Schweiz hat es einige, die wirklich schön sind. Die sind nicht nur gute Fußballspieler wie zum Beispiel Sommer oder Benaglio oder Lichtsteiner. Oder? Also ich würde schon sagen, sie sind hübsch und nicht nur talentiert. Kennst du auch besonders schöne Bündnerinnen? Kommen da irgendwelche in den Sinn? Also ich kenne natürlich ganz viele schöne Bündnerinnen, auch unbekannte Frauen, die ich auf der Straße treffe, wie zum Beispiel auch hier in der Altstadt in Chur. Aber natürlich muss man nicht vergessen, zum Beispiel die Nadine Vinzenz, die kommt aus schönen Bündnerland, war ehemalige Miss Schweiz. Oder jetzt, dieses Jahr hat es zwei Kandidatinnen von der Miss Schweiz-Wahl, die kommen aus Graubünden, also Maud und Bianca. Es genau. Hat schon ganz schöne Schönheiten, Export vom Bündnerland. Dein Sieg bei Miss Schweiz-Wahl 2006 ist 8 Jahre her, jetzt bist du 31, gell? Genau. Welche Ratschläge gibst du jungen Frauen, die sich heute für so eine Kandidatur bei Miss Schweiz-Wahl oder fürs Model-Business interessieren? Was würdest du so jungen Frauen auf den Weg mitgehen? Also man muss natürlich die zwei Bereiche unterscheiden, oder? Die Miss Schweiz-Wahl und das Model-Business sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann über die Miss Schweiz-Wahl reden, weil ich selber aus der Miss Schweiz komme, vor 8 Jahren, jetzt ist schon ewig. Ich finde, die jungen Mädchen, die können gerne mitmachen, es ist eine wunderschöne Erfahrung, es kann nur eine Bereicherung sein in diesem Alter. Man kann so viele Leute kennenlernen, man kann viele verschiedene Sprachen reden, man kann wirklich sehen, was in der Öffentlichkeit passiert und was steckt hinter die Kamera im Showbusiness-Bereich. Es ist wirklich positiv, aber man muss nicht vergessen, dass man natürlich bleiben muss. Also man muss wirklich treu bleiben und spontan und sich zeigen, für was man ist, oder, und nicht eine Rolle spielen. Das ist sehr wichtig. Und in der Schweiz ist es natürlich eine Erfahrung. Nebenan ist es wichtig, dass man auch etwas fürs Leben macht, oder? Mhm. Du kriegst bald eine TV-Show. Es ist keine neue Show, aber sie kommt neu im TV, und zwar auf Teleclub. Sie heißt? Also der Swiss Talent Award ist meine eigene Show, die ich konzipiert habe vor 2 Jahren mit das Zelt. Wir waren letztes Jahr auf Tournee, das erste Mal in der ganzen Schweiz. Das war sehr erfolgreich. Ab November bis Dezember kommen 4 Sendungen auf Teleclub. Gibt es da Talent, wo du besonders den Bündner zutraust? Also die Bühner können gerne mitmachen. Ich weiß, die Bühner können zum Beispiel sehr gut singen. Jetzt habe ich gesehen, Game of Your Life ist auf erster Platz. Es funktioniert wirklich. Das heißt, es gibt Gesangstalente im Bühnerland. Gut.